Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Und wie immer jetzt mit dabei die Jenny. Hello, motherfuckers! Ich hab schon Angst, dass die heimlich meinen YouTube-Kanal übernimmt. Ja, übertreib! Wegen dir muss ich auch wahrscheinlich noch einen 18-Plus-Kanal draus machen. Nein, aber du musst deine Skills verbessern. Ich brauche das Video noch, verdammt. Ach so, mit dem Willi. Mit meinem Kopf drinne. Wo war dein Kopf drin? Dem Willi von Dennis. Das heißt, Dennis komplett wegretuschieren und nur den Kopf drauf machen. Auf jeden Fall fahren wir gerade zur besten Zeit in Berlin an die Landebahn. Das heißt, einmal quer durch Berlin. Wie heißt es nochmal? Ich habe gerade wirklich kurz überlegt. Landebahn über 45. Was? Ja. Ja, was habe ich gesagt? Der Lande 30 Mal Landebahn oder so. Was? Ich bin dumm. Ja, ein bisschen. Weißt du noch, als ich mich hier abstützen musste, weil ich nicht runtergekommen bin vom Motorrad? Ja. Du weißt noch, als du weiter vorne deine Karre abgesoffen hast? Ja. Warum fahren die nicht mehr am Grün? Geht meine Hupe? Hör mal. Hallo, ist der dumm? Achso, da warte ich wahrscheinlich wegen den Fußgängern. Welche Fußgänger? Achso, und jetzt fall. Der ist doch geistig komplett zurückgeblieben. Aber meine Hupe hat funktioniert. Ja, ich hab gestaunt, dass die ging. Ich auch. Ist wahrscheinlich noch nicht warm genug. Schauen wir mal, was wir heute Tolles so erleben. Erleben. Schauen wir mal, was wird. Berlin. Was wird? Ja, wir freuen uns. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Ja. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Vorsicht, die Polizei beobachtet dich. Ja, aber ich habe hier keinen behindert. Ich habe ordentlich. Ja, weil wir schon behindert genug sind. Ordnungsgemäß geblinkt. Was wollte ich denn gerade sagen? Du freust dich auf irgendwas. Ach so, ja, auf das Hotelzimmer in Tschechien, Alter. Ey, ganz ehrlich, da denke ich mir auch so, 150 Quadratmeter? What the fuck? Das ist so geil, oder? Ja, Mann. Also wir haben 150 Quadratmeter, dann haben wir, glaube ich, 3 oder 4 Schlafzimmer, eine Schlafcouch, ein riesiges Wohnzimmer mit Küche. Oh, geil. Dann ist dort drin Sauna, Fitnessstudio und alles, also richtig krass. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was uns alles so passieren wird. Wird. Alter, wo sind wir? Ach, wir sind hier. Ja. In meinem Revier. War nie wirklich weg. Hab mich nur versteckt. Ob der Baumeister würde bei dir sagen, wir schaffen es nicht. Wir sollten zu Dieter Bohlen. Zu DSDS. Wir müssen uns wahrscheinlich bei unseren Skills einschläfern. Übertreib halt gleich. Ja, auf jeden Fall, da, was ich jetzt wegen Hotel sagen wollte, ist, ich werde auf jeden Fall so einen Selfie-Stick noch mitnehmen, dass wir auch im Hotel filmen können mit der GoPro. So eine Insta360 wäre halt übel witzig. Oh, das wäre geil. Hast du eigentlich deinen Originalauspuff dran? Nee, ich habe einen SC dran. Ne? Aber weil ich dumm bin, will ich den auch nochmal tauschen, weil ich finde, dass sich der Acra besser anhört. Das sagen ganz viele. Werde wahrscheinlich den SC verkaufen und mir einen Acra holen. So wie du einen Acra hast. Nee, ich habe einen Leo Winzmann. Dein Leo da Vinci. Leonardo da Vinci. Nee, Viertel vor. Ah! Oh, scheiße. Oh ja, Mann. Richtig reingeschissen, Alter. Vor allem gerade neutral drin, willst du dich hinstellen und zoom geht's weiter. Das war so, oh nein. Was denn ich? Du musst dich immer hinfahren, wenn ich schwarz gefahren bin und denen meine Fahrkarte zeigen. Achso, das muss man hier vorzeigen. Ja, das BVG-Dingsbumsamt. Vor 10 Jahren, Alter. Als ich noch jung und knackig war, heute bin ich nur noch und. Was soll ich denn da sagen? Na, du bist auch nur noch und. Hä? Na, ist jung und knackig. Du bist nur noch und. Du bist nicht mehr jung und auch nicht mehr knackig. Ich bin fett und hässlich. Der Zug,
Ja, der Zug ist halt abgefahren, Alter, die haben Bierfässer, geil. Fett hässlich, Teil 5, Schlampen und Mutanten. Landebahn über 45.0 hat heute nur bis 19 Uhr auf, ja? Ja, du willst ja eh 19 Uhr zu Hause sein. Ich hab gesagt, spätestens 19.30 Uhr. Okay. Also wann, bis... Wann kommen deine Freunde? 20 Uhr. Alter, das sieht aus wie ein Schiff. Geil. Komm her, lass mich sniffen. Warte. Das riecht ein bisschen nach Kacke aus meinem Mund. Ja, so Kacke gegessen? Ja. Du nicht? Nein, ich habe heute noch keinen Kot genascht. Alter, was stimmt denn mit ihm nicht? Das ist doch wie bei Rick and Morty. Was, ihr esst auch Scheiße? Auf jeden Fall, ich stehe einfach nur da, bin so völlig ruhig, weil ich habe ja niemanden zum Reden. Da kommt ein Junge mit seiner Freundin mit Motorrad vorbei. Er so, oh, guck mal, der Doppel-R. Und ich so, oh, das hast du richtig gesehen. Das ist auch, als wenn du so in der Stadt irgendwie ein Zebra siehst oder so. Die nächste von der Links, ne? Die nächste, ja. Aber ist das so selten? Was, die Doppel-R? Ja. Das ältere Modell würde ich beinahe sagen, ja. Aber also du hast richtig... die 2020, ne? Was? Nein. Welche hast du? Die war ursprünglich die 2010. Ach, 2010 sogar. Die halt mit der alten Maske noch. Ja. Die von vorne, wie viele sagen, aussieht wie Karl Dall. Und ja, hab da jetzt praktisch die 214er, dadurch, dass der andere Motor drin ist. Ah, okay. Rahmen und alles ist ja der gleiche, aber der Motor ist 214. Und der hat nur 20.000 Kilometer runter. Ich habe zu viel runter. Dafür, dass ich sie erst gekauft habe. Wieso blinke ich eigentlich jetzt schon? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Warum blinkst du jetzt rechts? Hä? Was? Richtig! Du hast gerade wirklich rechts geblinkt. Junge, ich kontrolliere das in deinem Scheißvideo. Ich poste das öffentlich in meiner Story und mobbe dich damit. Oh Mann, guck mal, die Alte ist viel zu blöd zum Blinken, ey. Ja! Hier, guck mal, wie der rausquarzt, Alter. Boah, ich hatte den Mund offen, ich hab's geschmeckt. Ich hab's geschmeckt. Jetzt mach den Mund zu, wenn der jetzt hier Gas gibt. Ich mach ihn auf. Ah! Oh, Dicker, Alter. Lernstunde. Mit Erik Funaway. Und zwar habe ich letztens gesehen, dass weibliche Hyänen, und das ist kein Witz, so eine Art Pümmel haben und die müssen ihr Kind aus dem Pümmel gebären. Stell dir mal vor, du hättest einen Pümmel und musst da ein Kind rauskriegen aus dem Pümmel. Stell dir mal vor, du hast einfach nur ein ganz winzig kleines Loch und da musst du eine riesengroße Wassermelone rausdrücken. Geil. Ja, das findest du geil, ja? Vielleicht. Aber weiß ich ja nicht. Man riecht nach verbranntem Toast. Das ist doch aber wahrscheinlich nicht so schlimm, als wenn du einen kleinen Pümmel hast, wo du die rausdrücken musst. Es ist beides schlimm. Es ist beides einfach scheiße. Ja, stell mal vor, wie das aussieht. Das sieht ja dann zwischendurch aus wie so ein aufgequollener Schlafsack. Boah, Alter, wie passt er denn da durch? Alter. Aber so ein Stück nur. So musst du dir das mit den Hygienenbabys vorstellen, die aus dem Schwanz geboren werden. Ja, Mann. Mit viel Butter. Alter. Hä? Hey, er ist so dumm, Alter. Pass auf. Ja. Er ist so behindert. Sein Stinkeding. Ich habe auch ein Stinkeding. Das, was du in deiner Hose hast, möchte keiner wissen. Dass das stinkt. Der stinkt ganz doll und ist seit der Geburt nicht mehr gewachsen. Ich bin so schlecht, das musst du erlebt haben. Die Mädels denken immer, das ist Rest von der Nabelschnur. Und dann fällt der so ab, so. Hoppala. Ei, ei, ei. Oh. Das passiert öfters. 3000 Jahre später. So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Ja, Jenny wollte eigentlich nach Hause fahren. Wir haben uns jetzt aber dazu entschieden, dass wir doch nochmal Richtung Brandenburger Tor fahren. Ja, Mann. Da musst du aber, glaube ich, eh lang fahren, oder? Was, muss ich kacken? Nein, ob du da nicht eigentlich eh lang fahren musst. Ach so, ja. Ach so, ja, dann
Dann bringe ich dich ja zur Hälfte nach Hause. Ja, naja, Aaron muss ja dann auch quasi in die gleiche Richtung zurück mit dir. Rein theoretisch, weil er fährt ja zur B5. Ah. B5. B5 ist bei mir. Und über also mich lustig B5 machen. Da brauche ich nichts. So, wir bringen gerade noch die verrückte Jenny zum Brandenburger Tor und verabschieden uns dann auch. Ich werde mich jetzt schon mal von euch verabschieden. Wie immer ganz, ganz lieben Dank fürs Einschalten. Lasst mir gerne kein Abo da, gebt mir einen Daumen nach unten und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.